Hallo Leute und willkommen zurück, hier zu einem weiteren Tutorial von MeePower373 bei den Lexi Gamers und heute erkläre ich euch, wie ihr Permissions auf euren Server installiert. Und ja, Permissions sind dafür da, wie es das Plugin auch schon sagt, beziehungsweise wie es schon gesagt wird, Permissions heißt übersetzt Rechte oder Berechtigung. Und ja, das könnt ihr dann auch einstellen, beziehungsweise ihr könnt einstellen, dass zum Beispiel bestimmte Leute Slash Home oder sowas eingeben können und vieles mehr. Da gibt es richtig interessante Sachen, was man dort einstellen kann. Ihr könnt auch Chat-Präfixe legen, also dass vor euren Namen zum Beispiel User oder sowas steht. Und ja, das erkläre ich euch heute einmal. Wir benutzen hierfür das Plugin V-Permissions und Firefox müssen wir mal wieder mit Updates auf die Eier gehen. Okay, da hat er es auch schon. Gehen wir hier einfach mal wieder auf plugins.bucket.org, gehen hier V-Permissions ein. Das ist das Plugin, was ich dafür bevorzuge. Ich werde aber bestimmt auch nochmal ein Tutorial über Permissions X oder sowas machen. Aber heute nehmen wir einmal B-Permissions. So, hier gibt es auf jeden Fall schon eine ganze Reihe. Soweit ich weiß, gibt es sogar gibt es glaube ich sogar einen German Thread. Hatten die zumindest mal gehabt, aber ich glaube, den haben die inzwischen rausgenommen. Schade. Gut, okay. Gehen wir hier jedenfalls auf Download. Und laden uns die Datei einmal herunter, installieren die auf unseren Server. Hier habe ich schon einige Plugins installiert. So, B-Permissions haben wir und dann brauchen wir noch das Plugin ZeroChat, um um Präfixe und so weiter festzulegen. Aber ich glaube, ich bin gerade beim falschen Plugin gelandet. Gut, das ist natürlich schlecht. Gut, nehmen wir einfach den B-Chat-Manager. Der ist wenigstens auch immer auf der neuesten Version, genauso wie der B-Permissions-Message-Format. Genau. Ja, gut, aber das Plugin bevorzuge ich eigentlich nicht so, weil ich finde, das ist ein bisschen komisch. Wir nehmen einfach folgendes Plugin, wir nehmen das Plugin EndChat. Den Link dazu gibt es nochmal in der Beschreibung. Das Plugin ist zwar veraltet, aber ich als Plugin-Programmierer, ja, ich kann selber auch Plugins schreiben, weiß, dass es in vielen Stellen gar keine Rolle spielt, wie alt das Plugin ist. Gut, so, jetzt haben wir aber auch alles, was wir brauchen, beziehungsweise was wir halt noch brauchen, sind die Permissions Codes. Aber wir starten erstmal unseren Server, indem wir einfach mal blub. So, gut, da haben wir es. Gut, dann können wir den Server direkt wieder stoppen. So, sag, stopp. So, gehen hier in den Plugins-Ordner von V-Permissions und schauen uns erstmal die Config an. So. Das würde ich auf jeden Fall so machen, dass er automatisch Aktualisierungen speichert. Und falls ihr einen Quackit-Server habt, müsst ihr diese Einstellung auf True stellen, sonst funktioniert gar nichts. Gut, ja, das könnt ihr auch machen, wenn ihr keinen Quackit-Server habt, aber gut. Okay, und hier könnt ihr einstellen, ob ihr für jede Welt einzelne Permissions festlegen wollt oder für Weltgruppen oder ob ihr gleich Permissions für alles, für alle Welten zusammen festlegen wollt. Ich finde die Funktion ganz gut, von daher nehmen wir die einfach mal. Und gut, dann haben wir die Config.y der Welt schon richtig bearbeitet. Löschen einmal noch hier oben. Dann löschen wir einmal alle Dateien, weil wir das jetzt nach der Config nochmal neu generieren lassen müssen. So, einmal kurz den Server starten und direkt wieder stoppen. So, perfekt. Gut, gehen wir wieder zurück hier rein. Und jetzt haben wir hier eine groups.y. Oh, ich muss mal ganz kurz hier reinschauen. Okay, gut. War alles richtig. So, hier haben wir die groups.yml. Und hier müssen wir unsere Permissions eintragen, also die einzelnen Gruppen. So, gehen wir hier mal wieder zurück zu B-Permissions. So, du würdest mal da eben dran vorbeischieben, mehr oder weniger. So, zack, fertig. Hier gibt es schon eine Example-Datei davon. So, die ist schon ganz gut. Hier können wir uns nämlich einige Sachen schon mal rauskopieren. Machen wir einmal diesen hier. So. Gut, das ist alles unnötig. Das brauchen wir nicht, weil das erkläre ich euch ja. Wir das mal kurz alles weg.
So, gut, den Rest brauchen wir auch nicht. Gut, und zwar, wir erstellen uns, beziehungsweise ich würde mal vorschlagen, dass man sich erstmal eine Gruppe erstellt, die so aussieht, dass wir hier immer alles schön leer lassen. Und das Priority, das braucht irgendwie kein Schwein. Ich weiß nicht, wofür man das benutzt. Und da kann man ja irgendwie die Prioritäten hochstellen, aber habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich genutzt. So. Gut, so, jetzt haben wir erstmal so eine leere Sache. Hier geben wir mal Gast ein. Nein, hier geben wir nicht fast ein, wir geben auch Gast ein. So, und dann haben wir erstmal eine Gruppe, die nichts kann. Mehr oder weniger, die ist eigentlich auch so falsch, aber wir kopieren die uns erstmal so ein paar Mal als Template, damit wir die nicht jedes Mal wieder neu schreiben müssen. So. Perfekt. Und zwar, jetzt müssen wir Folgendes machen. Hier geben wir die Permissions Codes ein. Da müssen wir schauen, welche Plugins wir installiert haben und welche Plugins sie benutzen sollen. Gut. Hierfür würde ich immer empfehlen, dass man... Das lassen wir mal offen und gehen hier mal wieder auf Plugins. Geben hier mal wieder Essentials ein, weil wir ja Essentials installiert haben. Gehen hier rauf. Und Command, jetzt müssen wir, war das hier? Ja, es war, nein, es war nicht in Permissions List, doch, es war hier. Gut, okay, gut zu wissen. Und zwar jetzt geben wir ein, was wir alles wollen, also was die Leute können. Jetzt können wir super hier oben eingeben. Wir können natürlich auch hier unten durchscrollen und uns die einzelnen Sachen raussuchen, aber wenn man schon im Vorfeld weiß, was man haben will, gibt man es einfach hier ein. So. So. Also ich finde, dass sie ihre Gäste wenigstens gleich Spawn eingeben können sollen. So, dann haben wir hier unsere erste Permission. Ich würde immer vorschlagen, ihr müsst auch ganz genau darauf achten, dass ihr die richtigen Leerzeilen habt. Weil sonst geht alles in die Hose. So, haben wir erstmal hier ein bisschen was vorbereitet. Huch, hier müssen wir. So, hier gibt es einige Sachen. Ihr müsst natürlich, es ist immer individuell, was der Gast können soll. Vielleicht sagt ihr, dass der Gast sich auch noch überall hin teleportieren, also überall mit einem Warp hin teleportieren kann. Das wären dann die Permission und dann nochmal Warp, da die Fuchs überhaupt benutzen kann. So. So. Hier steht es auch nochmal, vielleicht noch Warp List, um sich die Liste aller Warps anzusehen. Und ja, ich glaube, mehr bräuchte er eigentlich nicht. Vielleicht noch Essentials.msg. Manche Sachen kann man sich auch schon so denken, wie die heißen könnten. Hier, lag ich sogar richtig. Und sonst noch irgendwas? Nö, gut, da würde ich mal sagen, das bleibt so. Haben wir schon mal ein paar Permissions. So, und jetzt haben wir hier Groups. Hier können wir festlegen. Wenn wir hier zum Beispiel, wenn wir hier unten, oh, hier ist mir gerade ein Fehler unterlaufen, sehe ich gerade, das darf niemals doppelt stehen. Bitte darauf achten, das darf nie passieren. So, wenn wir hier jetzt den User haben, dann können wir sagen, dass der User die gleichen Permission hat wie Gast. Also das heißt, dann kopiert sich der User kopiert sich die Permission des Gasts plus die Permissions, die nochmal hier eingetragen werden. So, da der Gast aber keine Permission, da der Gast aber keine untergeordnete Gruppe hat, machen wir einfach hier hinter eine Leerzeile und geben hier zweieckige Klammern ein. Dann heißt es, da ist nichts. So, dann geben wir hier den Prefix und den Suffix ein. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen. Prefix, in Klammern, da kommt hier der Name von dem Spieler. Dann würde hier der Suffix, beziehungsweise Doppelpunkt und Suffix. Suffix und dann kommt die Message. So müsst ihr euch das vorstellen und so sieht es dann auch aus. So, gut, das heißt, wir müssen... Ich lasse es einfach mal so stehen, ich schreibe das nur mal ein bisschen weiter unter, weil das kann uns ja ein bisschen helfen. So, einfach mal so, können wir ja später wieder wegmachen, sollten wir auch machen. Und zwar, hier können wir zum Beispiel in Klammern... Naja, dazu sollte man vielleicht erstmal wissen, was es so für Minecraft Color Codes gibt. Hier gehen wir einfach mal ein Minecraft Chat Colors. So. Oh, da haben wir ein Bild.
Und hier können wir sehen, wir können zum Beispiel machen, dass der Gast so ein dunkles Grau erhält. Und dann hier Gast. Ups, ihr dürft das Unzeichen nicht weglassen, sonst funktioniert das nicht. Und dann ein helles Grau erhält. Das heißt, der Name ist Grau. Und dann sagen wir, dass der Chat weiß ist mit F. Gut, so, dann haben wir das so. Und dann ist die Gastgruppe an sich fertig. Gehen wir weiter zur Usergruppe. Gehen wir wieder hier zurück bei Essentials. Und dann sagen wir mal Z. Die soll Z-Home machen. Ich mache mir erstmal hier wieder so, dass ich mehrere Striche habe, damit ich die nicht immer einzeln setzen muss. Na, die habe auch schon ein bisschen mehr. So, dann machen wir einfach mal hier Z-Home. Z-Home. Z-Home.bed. Dann haben wir auch noch Essentials.delhome. Und was haben wir noch so? Ach ja, genau. Das haben wir auch noch. So, Multiple. Und dann müssen wir noch dahinter schreiben, welches Multiple. Dann machen wir .user, weil wir das ja... Wir haben das ja im vorigen Tutorial, haben wir das hier irgendwo angegeben. Vielleicht finde ich es gerade. Home, 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 home. Ich finde es wahrscheinlich nicht. Doch, hier haben wir es angegeben, genau hier. Das heißt, der User kann 3 Homes, aber erst wenn er diese Permission hat. So, ansonsten gibt es noch irgendwas bei Homes? Nein. Gut, dann haben wir das. Was soll er noch können? TPAs, ganz gut, wenn man das könnte. Machen wir hier, ich schreibe das mal selber ab, das geht da glaube ich schneller. Essentials.tpa, genauso wie Essentials.tpa hier. So, ich verrate euch mal einen kleinen Trick. Womit schneller geht. Wenn ihr wisst, dass diese Funktion, die ihr geben wollt, eine Funktion von Essentials ist, dann ist der Permissions Code meistens immer folgender: Essentials.Befehlname. Also, das heißt, wenn der Code, also wenn es dann heißen würde Essentials, beziehungsweise wenn der Befehl slash home ist, dann heißt es Essentials.Home. So, das sollten wir hier auch nochmal geben, sonst kann die nur Home setzen, aber nicht Home, das wäre ein bisschen dumm. So, Essentials.home. Und so ist es meistens. So müsst ihr nicht immer nachgucken, ist ein kleiner Trick. So, und so machen wir das mal weiter. Essentials.tpaccept. Essentials.tpdeny. So. Sonst noch irgendwas? Nö. Dann vielleicht noch. Bild. So, genau hier, das würde ich auch noch, damit die Leute bauen können, weil wir haben ja hier Anti-Bild installiert, von daher brauchen wir Essentials.Bild. Sollte zumindest so klappen, notfalls ziehen wir das Plugin nachher wieder raus. Ja, gut, okay. Auf the break block. Ah ja, people to build when using the permission system which don't support build toggles. Ja, gut, okay. Das lassen wir einfach mal so. Huch, da warte ich jetzt gar nicht hin. So, was sollen sie denn noch können? Set home, home, TPA. Forbes können sie durch da oben. Spawn auch. Es ist immer ganz praktisch, wenn man hier so ein bisschen durchgeht. Ach ja, das sollten vielleicht auch noch die Gäste, slash rules. Hallo? So. Slash real name, was ist das denn? So, bestimmt von Nick oder so. So, also von slash Nick ist bestimmt dieses real name. Okay, dann, was gibt es noch so? Hier so slash Suizid, können sie sich selber umbringen mit slash kill oder Suizid. Okay, es war ziemlich schwachsinnig. Ups, jetzt habe ich aus Versehen den angemacht. So, bla bla bla, da, da, das hier, dann können sie sehen, wann jemand das letzte Mal online war. Was gibt's denn noch so? Achso, Mail.
send hier jetzt .mail, dann können sie mir sozusagen systeminterne Mails schreiben. Hier auch nochmal, damit sie send, das eine ist lesen, das andere ist send. Gut, dann vielleicht auch noch den Befehl Stechlist. Also ihr seht, es gibt echt eine ganze Menge. Also wirklich eine ganze Menge. Daher wird das Tutorial wahrscheinlich auch heute ein bisschen länger, aber gut, macht ja nichts. So, euer Server soll ja ordentlich werden, wa? Was gibt's denn noch so? Ich denke mal, sonst gibt's eigentlich nichts. Steht hier noch irgendwas? So, gut, das hier. Gut, das sollte man auf jeden Fall noch bekommen. Auch der Gast, AFK. Und AFK.Auto, damit das auch mit den Auto-AFKs auch funktioniert. Gut, sind wir jetzt am Ende? Nein, das bräuchte man vielleicht auch noch, dass man Send jetzt Economy senden kann. Benutzen kann, so. Oh, Send jetzt, da habe ich gerade mir schon gemerkt, dass es einmal Send jetzt.pay und Send jetzt.send war. Oder? Nee, Sell. Wieso denn Sell? Das verstehe ich nicht. Naja, gut, okay. So, egal. Also, hier müssen wir das einmal auf Sell umändern. So, und somit können sie auch hier sehen, wie viel Geld sie haben. Gut. Set Worth. Keine Ahnung, was das ist. Ah nein, das sollten sie lieber nicht bekommen. Gut, ansonsten denke ich mal, ja, ist nicht Ping vielleicht noch. Ja, ist das. Okay, gut. Denke ich mal, sind wir mit der Gruppe fertig. Falls ihr irgendwas habt, könnt ihr das ja immer noch reinschreiben. So. Die unnötigen Striche müssen auf jeden Fall weg, sonst gibt es Fehler. Gut, hier haben wir ja schon eingestellt, dass der die gleiche Permissions hat wie das. Und dann machen wir mal wieder so ein Dings. Wieder so Prefix machen wir einfach mal. Sagen wir mal, was gibt es so? Dark Green. Machen wir das mal so, wie es mir am besten gefällt. Das könnt ihr ja alles selber entscheiden. Und User. Und dann und F. Und F. Ja, gut. Und danach auch nochmal und F, sonst ist das nicht so. So, dann haben wir hier zum Beispiel die nächste Gruppe, wäre dann zum Beispiel VIPs. Das könnt ihr ja alles selber entscheiden. Ich habe ja gesagt, dass das alles sehr individuell ist. Das können wir inzwischen auch mal wegnehmen, das brauchen wir ja nicht mehr. Und hier können wir zum Beispiel einstellen, was der VIP alles bekommen kann. Oder dann benutzen kann. Das wäre zum Beispiel der Befehl TP. Machen wir mal wieder ein paar Striche. Solltet ihr den VIP vielleicht auch nicht so über viel geben, aber gut, ist eure Entscheidung. Was gibt's denn noch so? Vielleicht noch Fly, genau, das ist eine gute Idee. Dann können sie es gleich Fly machen und ein bisschen umherfliegen. Ist ja, denke ich mal, ganz nett. Dann vielleicht noch, wie war das? Balance, dass sie dann vielleicht noch das Geld von anderen Leuten sehen können. Wie viel Geld die haben. Und dann kann man auch noch machen, dass sie in die Inventare von anderen schauen können, aber nichts rausnehmen können. Oh, das war klar. Und, ja. Was könnte man denn noch so? Hier würde ich immer schön empfehlen, schön durchscrollen. Aber ich glaube, naja, das Lächeln können sie ja noch. Können sich ein paar mal rumheilen hier. Dann vielleicht noch Stech Gott, wenn ihr gerade kein PvP-Server oder sowas seid, dann könnt ihr das auch noch geben. So, dann können sie vielleicht auch noch P-Time, dann können sie ihre eigene Zeit verstellen, die nur sie so sehen. Keine Ahnung, vielleicht können sie ja dann auch noch den Befehl Slash Back. Das lockt vielleicht ein bisschen an, dass sich Leute auch VIP holen. Und denke ich mal, dann haben wir aber auch soweit alles. Gut, dann machen wir einfach mal.
könnte das denn passieren? So, dann müssen wir auch noch eingeben, dass der auch noch die Permissions von den User hat. Das heißt auch, also wenn wir eingeben, dass der VIP die Permissions von den User hat, dann hat er den diese Permissions und dann nochmal die Permissions von den Gast. Weil der User ja auch die Permissions von den Gast hat, also das baut alles aufeinander auf. Ihr braucht hier nicht nochmal Gast oder sowas eingeben. So. Dann sagen wir mal, bekommt der VIP so ein... Was bekommt er? Sagen wir mal, der bekommt... Weil er ja VIP ist... Also sagen wir einfach mal, der bekommt so einen goldenen Namen. VIP. Weil das ist ja irgendwie schon was ganz Nettes. Und dann... Naja, sagen wir mal F. Also weiß und weiß. Ja, lassen wir das einfach mal so. Könnt ihr ja alles selber entscheiden, wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich schön aussehen. So, da machen wir, denke ich mal, noch einen Rang, der nennt sich Supporter. Mann, das ist echt viel. So, gut. Der Supporter, der machen wir, sagen wir mal, alles, was so... Gehen wir mal, hier können wir eigentlich denen alles so geben, was hier so damit zu tun hat. Send hier jetzt Punkt Ben. Send hier jetzt Punkt Kick. Send hier jetzt Punkt Tam. Bann, weil Send jetzt hat auch schon ein Bannsystem drin. Und ja, Infc in andere Inventare schauen. Infc, also Modify. Und dann vielleicht noch Send hier jetzt Punkt Game Mode. Send hier jetzt Punkt Item. Oh, was noch? Vielleicht ist Send hier jetzt Punkt. Was gibt's denn da noch so? Fireball, Clear Inventory. So, das können wir auch noch. Und oh, das können wir hier. Es kann auch immer sein, dass man immer noch ein bisschen was hier und dann der kann auch noch Clear Inventory, aber das ist sein eigenes Inventar. Es ist immer so, dass man noch ein bisschen was findet, was noch ganz nützlich ist. Aber ich glaube, ansonsten kicken haben wir alles. Achso, Ascent jetzt Punkt. Ascent jetzt Punkt TP. Wie ist es? TP hier. Und Ascent jetzt Punkt TP Punkt Others. Dann würde ich den vielleicht noch lieben. Es. Na doch, das dürfte reichen. Vielleicht noch Ascent jetzt Punkt TP Toggle. Und es sind hier jetzt Punkt TPU. Oh, sonst noch irgendwas? Achso, ich würde vielleicht auch noch den VIP geben, dass der in seine Ender-Chest reinschauen kann und die ganze auch nochmal modifizieren kann. Also verändern mit Modify. Oh, zack, zack. Und dann bekommt der Supporter auch nochmal, dass er die Ender-Chest von anderen, Punkt Modify, ne? Ne, Punkt Abbas ist es. Punkt Oters. So, hier. Gut. Gut, ansonsten... So, vielleicht noch Temp, Bahn Offline. Da gibt es, glaube ich, auch noch Bahn Offline. Kann auch noch Leute bannen, die offline sind, temporär. Ich weiß nicht, warum es dafür eine extra Permissions gibt, den Sinn verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Achso, dann haben wir ja auch noch, dass der, ist mir gerade eingefallen, dass der VIP, der soll ja auch noch mehr Homes setzen können. Punkt VIP. So, der Punkt Support, der, ups. Und ich denke mal, dann hat er alles, bekommt dann noch die vom VIP. Und dann sagen wir mal, der hat so rund 9. Support, ja. Dann sagen wir mal und B. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es schön aussieht, wahrscheinlich nicht. So, und F. So, und dann machen wir mal noch den Admin. Ich denke mal, dann haben wir alles durch. Ich mache jetzt keinen extra Owner. Wir machen einfach mal Admin und dann sagen wir einfach mal, der Admin hat das Punkt Sternchen. Punkt Sternchen bedeutet dann immer alles und dann hat er auch noch... Achso, ich würde die Ränge mal klein schreiben, macht sich besser. Ich glaube, dann lädt das auch ein bisschen schneller.
So, World Edit Punkt Sternchen und World Squad Punkt Sternchen. Achso, so eine Sachen wie das Punkt. Das würde ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich glaube, das ist keine so eine gute Idee. Und ja, lassen wir das mal alles weg. So, dann kann der alles. Kann auch noch die Sachen von Supporter. Okay, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber macht ja nichts. So, der bekommt ja auch noch Admin rein. Admin hat dann meinetwegen und C und 4. So, dann hat er sowas Rotes. Und dann passt das. So, der kann ja eigentlich noch und L. Dann ist der so. Dann ist der Rang so dick geschrieben. Ist es und L? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist und L. Ja, das könnte so ändern. Dann ist Admin auch noch dick geschrieben. Achso, und dann würde ich noch den Leuten noch bestimmte Sachen geben. Zeigen. Und zwar, dass der VIP, der könnte vielleicht sogar noch farbig auf Schildern schreiben. Also hier. Und die Leute, die können auch noch Warp zeigen.use.warp. Und ich denke mal, dann haben wir wirklich alles. Alles andere könnt ihr auch noch selber einstellen. Brauche ich euch jetzt nicht alles machen. Wir sind ja inzwischen auch schon fast bei der halben Stunde. Gut, haben wir einmal so abgespeichert. Und dann starten wir einfach mal unseren Server. Schauen wir, ob Fehler kommen. Und mal sehen, was passiert. Oh, gut, sah schon mal ganz gut aus. Ich öffne mal kurz mein Minecraft. So. Sehr schön. Gut. Oh, schon offen. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz hier was einstellen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt machen muss, aber ich brauche das so. Na gut, okay, schon besser. So, ich habe mal kurz den Server auch 127.0.0.1. So, da ist er auch schon da. Ja, gut, okay. Gehen wir mal auf. Ach ja, genau. Wir haben ja noch was vergessen. Und zwar das wäre folgendes. Wir gehen nochmal kurz raus aus Minecraft, schließen nochmal den Server. So. Nein, das mache ich hier. Und zwar, wir müssen ja noch das Plugin EndChat einstellen. So, das machen wir einfach. Sieht gefährlich aus. Moment, ich will mal kurz was gucken. Sieht nämlich gefährlich aus. Ich kopiere mir das mal lieber sicherheitshalber. Weil das jetzt auch eine ganze Menge Arbeit war. Kein Bock, das Neues zu machen. Gut, jetzt machen wir hier folgendes. Wir machen das. Nein, wir schreiben das jetzt einmal um. Weg. Doppelpunkt. So, jetzt haben wir das einmal umgeschrieben. Wenn wir hier noch ein bisschen was verändern. Hat den Server betreten. Und dann machen wir noch. Hat den Server verlassen. Genau. Ja, genau, so machen wir das so. Prefix, das Suffix-Message, genau. So, dann starten wir nochmal den Server. Gehen nochmal kurz in Minecraft. Dum dum. Kann ich hier was reinschauen? Okay, gut. Hallo, Minecraft, startest du? So, sehr schön. So, gut, gehen noch mal eine Runde auf unseren Server. Oh, was ist denn hier so laut? Gut, und zwar, jetzt, ja, genau, so wollten wir es haben. Wir haben jetzt hier noch so einen roten Namen, weil ich ja OP bin. Aber ansonsten wäre das nicht so. Ich mache mir mal kurz die OP. Und wir machen mal folgendes, wir machen mal hier. Obwohl, wir können es auch in Vollbildmodus ziehen. So, jetzt haben wir das so. So wollten wir es ja auch haben. Naja, gut, nicht ganz. Eine Sache.
sind noch nicht ganz so perfekt, sehe ich gerade. Aber wieso? Warum sind hier zwei Leerzeichen? Achso, deswegen. Gut, ja, klar, das ist logisch. Von daher machen wir folgendes. Wir machen das, zack. Geben hier mal kurz Reload ein. Huch. So, schon viel schöner. Gut, jetzt machen wir mal folgendes. Wir machen es gleich Spawn. Huch. Ups, was haben wir denn da eingestellt? Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Einen Moment. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Ich stelle es hier mal kurz in Essentials um. Ich muss eine Minute warten. Ach du Scheiße. So, so sollte das ja eigentlich richtig sein. Na, das ist aber unpraktisch. Essentials Reload. Okay, das hat er irgendwie trotzdem genommen. Gut, jetzt der Teleportiervorgang startet in 3 Sekunden. Und jetzt wurden wir auch teleportiert. Dann steht da laufende Teleportierung. Genau, jetzt müssten wir wieder ein bisschen warten, aber ich nehme das mal ganz kurz raus, weil uns das jetzt ziemlich nerven kann. Mache ich mal, dass alles sofort funktioniert und ich mache mal eben die Minecraft-Mucke aus. Vorher mache ich aber hier nochmal. Mann, was mache ich denn? Essentials Reload. So, Options. So, aus mit dir. Ist gleich Spawn. So, siehst du, jetzt geht es auch, aber wir können jetzt zum Beispiel als Gast noch kein Zeit home, weil wir keinen Zugriff haben. Das ist natürlich schade. So, und jetzt haben wir folgendes. Wir können uns jetzt eine andere Gruppe zuweisen. Das könnten wir einmal machen, wie es hier ist, aber ich würde es anders machen. Und zwar mit folgendes. Wir geben hier ein Exec. U Doppelpunkt Power373, also User für Doppelpunkt, V für Z. Nee, A für Z-Group, also A muss Z-Group sein, A ist die Aktion und V ist, was genau gemacht wird. Dann machen wir einfach mal User. Und jetzt bin ich User. Das Ganze könnte man zum Beispiel mit Comment-Blöcke machen oder klickt man auf den Button und dann kann man bauen. So, wir können dann nochmal ganz kurz mich zurück zum Gast machen. Und jetzt bin ich wieder Gast. Und ich kann trotzdem bauen. Okay, da funktioniert ein Plugin nicht ganz. Egal. Gut, mache ich mich mal wieder zum User. So, jetzt bin ich User. Jetzt kann ich auch schon slash home. So, set home bla slash home. Und dann slash home bla, sondern dann nicht bei slash home bla. Solche Späße halt. Und was kann man noch alles als User? Gut, ich könnte slash TPA, aber wir haben ja gerade keins, die wir TPA machen können. Machen wir uns mal zum VIP. Boah, ist das hässlich. Naja gut, okay, aber jedenfalls mit VIP funktioniert es jetzt auch. Wir können jetzt das Licht fly. GM. Dann mache ich mal ganz kurz Game Mode aus. GM 0. Oh, jetzt können wir nicht fliegen, aber so, jetzt können wir auch ein bisschen fliegen. Hat alles so funktioniert. Und Slash Ender, Chest. Hat auch funktioniert, solche Späße halt. Das ist echt Balance. Oh, da ist mein Kontostand. So, machen wir uns mal zum Supporter. Supporter. So. So, jetzt bin ich Supporter. Und ich kann mich natürlich auch noch zum Admin machen. Und als Admin kann ich alles. Was ich want. Ich kann alles machen. Ich könnte mir jetzt auch hier wieder exec. User Paul373 Asset Group V Gast. Achso, wir haben ja noch eine Sache vergessen. Wenn ihr auch noch wollt, dass ihr selber hier ein bisschen was verstellen könnt. Das ist der Admin jetzt hin. Achso, Permissions sortiert immer so ein bisschen. Bpermissions.saxo. Passt. Einmal hier. Kann ich jetzt eigentlich nicht reload? Okay, das kann man nur als OP. Reload. Und jetzt kann ich mich auch nicht zum Gast machen. Okay, gut. Die Permissions, den Code weiß ich gerade nicht. Ich glaube, der steht hier drin.
Missions. Ja gut, okay, da wird schon irgendwo stehen. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht auswendig. Den findet er schon. Oder auch nicht. Naja, gut, okay, wie auch immer. Aber ich denke mal, ihr seid sowieso wahrscheinlich OP, wenn ihr... Ups. Ihr seid wahrscheinlich sowieso OP, wenn ihr Admin seid. Also könnt ihr sowieso alles. Und ja, dann haben wir das Tutorial beendet. Es funktioniert alles soweit, was ich haben wollte. Außer vielleicht das mit dem Bauen. Aber gut, das Plugin können wir ja eigentlich löschen. Das ist irgendwie unnötig. Vielleicht mal machen. Antibird. Oh, tschüss. Okay, können wir jetzt nicht. Aber ich werde vom Zombie massakriert. Von daher fliege ich in die Luft. Dieses Antibird-Plugin, weil weiß ich gerade nicht, wie man das verwendet. Mache ich vielleicht nochmal ein Tutorial zu. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Tutorial. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, klicke oben auf unser Logo, um uns zu abonnieren und kein weiteres unserer Videos zu verpassen. Oder klicke unten links, um dir unser letztes Tutorial über Essentials anzusehen. Oder klicke unten rechts, um dir unser aktuelles Let's Play über Minecraft Feed the Beast anzusehen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns freuen. Und Vorschläge zu weiteren Tutorials oder anderen Projekten darfst du uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, man hört sich im nächsten Video. Ciao!